Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es wird Zeit für den ersten Oktober-Vlog für den Vlogmas-Countdown. Ich hatte es ja eigentlich ganz anders geplant, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich wollte ja eigentlich jede Woche im November vloggen. Jetzt ist schon der 13. und ich fange jetzt erst an. Es tut mir sehr leid, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Beziehungsweise ich hatte in den letzten Tagen auch oft so die innere Ruhe nicht, um zu vloggen. Es wurde dann doch wieder alles so ein bisschen chaotisch, ich weiß auch nicht. Und ich hatte viel zu tun und dann dachte ich mir so, gut, es passiert eh nichts Spannendes im Moment. Also, warum vloggen? Ich habe halt echt die Tage hauptsächlich damit verbracht, zu arbeiten und zu schreiben und zu schlafen. Also, nach der Arbeit halt geschrieben und halt erledigt, was erledigt werden musste und so. Und zwischendurch hatte mein einer Bruder ja noch Geburtstag, dann habe ich dafür noch was gebacken. Solche Geschichten. Ich war gut beschäftigt auf jeden Fall. Und ja, irgendwie ist das Vloggen dabei abhandengekommen. Ich hatte zwar angefangen, aber dann war irgendwie zwischen dem ersten und dem zweiten Clip schon 3 Tage Pause und dann bis zum dritten Clip wieder 3 Tage Pause. Ich wusste dann schon gar nicht mehr, was ich in den ersten Clips erzählt hatte und irgendwie fand ich das dann doof und war nicht so zufrieden und dachte mir so, ne, das lässt du und dann fängst du einfach nochmal von vorne an, wenn es besser passt. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt da. Heute ist, wie gesagt, der 13. Es ist ein Montag. Ich war heute den ganzen Tag zu Hause, weil ich Fortbildung hatte, aber die fand heute online statt. Morgen muss ich dann wieder nach Hannover fahren. Aber heute war es online, fand ich ganz praktisch, weil zum einen konnte ich dann länger schlafen und ich finde, wenn der Montag so ein bisschen später beginnt, ist das gar nicht mal schlecht. Und habe mir halt die Fahrerei gespart, sprich jetzt als die Fortbildung vorbei war, für heute war ich halt auch direkt zu Hause, musste nicht erst nach Hause fahren. Und ich konnte vor allem nebenbei an meinem Laptop so ein bisschen arbeiten und habe endlich meine Facharbeit fertiggestellt. Oder was heißt endlich? Ich habe da eigentlich nicht sehr lang dran gearbeitet, aber die Tage, an denen ich dran gearbeitet habe, waren sehr auseinandergezerrt. Und ich habe heute dann noch schnell das Fazit geschrieben, das fehlte noch. So eine Zusammenfassung halt am Ende. Und das Literaturverzeichnis vervollständigt, habe es dann nebenbei nochmal durchgelesen während der Fortbildung und habe es dann gleich hochgeladen. Das ist jetzt also abgehakt, da habe ich eins schon mal fertig. Und ja, genau. Ansonsten, habt ihr irgendwas verpasst in den letzten 2 Wochen? Ich glaube nicht. Ich habe hier und da ein bisschen was gelesen, aber es war jetzt auch nicht so viel, dass ich euch jetzt ein mega Leseupdate geben könnte. Ich glaube, ich habe diesen Monat auch noch nichts beendet. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4 Bücher angefangen. Es ist sogar schon das erste Weihnachtsbuch dabei. Aber ich habe noch nichts beendet. Vielleicht schaffe ich es nachher, euch einmal kurz alle 4 Bücher zu zeigen. Ich glaube, 2 davon hatte ich beim, oder zumindest 1 davon hatte ich beim letzten Vlog auch schon angefangen. Da komme ich jetzt gerade auch wieder ein bisschen durcheinander, weil ich nicht weiß, was noch Ende Oktober war und was schon in diesen Clips war, die ich für November gedreht hatte, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Aber egal, ich gebe euch nachher nochmal ein kleines Leseupdate. Ansonsten bin ich mittlerweile beim 3. Andoria-Band relativ weit. Ich bin ein bisschen besser in den Flow gekommen endlich. Bin jetzt bei 70.000 Worten und schreibe da fleißig dran jeden Tag, damit ich es Ende November fertig habe. Es ist halt noch ein ganzes Stück. Aber wenn es jetzt so weiterläuft wie die letzten Tage, wovon ich einfach mal ausgehe, beziehungsweise was ich hoffe, weil es ja jetzt auch immer mehr auf das Ende zugeht und dann immer besser fließt und immer spannender wird, dann sollte ich das tatsächlich gut schaffen. Ich plane halt weiterhin die Wochenenden als Schreibwochenenden ein. Also ich habe jetzt auch letzten Samstag etwas über 7.000 Worte geschrieben, gestern dann ungefähr 3.000 Worte, ich glaube ein bisschen mehr. Und das ist ja schon ein ganzes Stück. Und wenn ich bedenke, dass ich gestern locker noch mehr geschafft hätte, ich habe es aber einfach absichtlich ruhig angehen lassen, bin ich einfach zuversichtlich, dass ich die Deadline einhalten kann und dass ich nach dem Schreiben sogar noch ein paar Tage Zeit habe zu überarbeiten, bevor ich das Ganze an den Verlag schicke. Das wäre halt schon toll. Ja, aber ich bleibe da optimistisch. Ich denke, ich kann das schaffen und ich denke, das wird. Es darf halt nur nichts mehr dazwischen kommen. Ich hatte das Problem bei diesem Buch ist ja diesmal einfach, dass ich immer mit Zeit geplant hatte, die mir dann mehr oder weniger gestohlen wurde. Ich hatte ja eh das Ganze schon ein bisschen nach hinten geschoben wegen dem Umzug und dann dachte ich, gut, der Umzug ist durch. Dann kam ja mein Urlaub, wo ich dann krank war, wo ich dann eingesprungen bin und generell habe ich irgendwie mehr gearbeitet als geplant und da Schreibzeit geopfert, beziehungsweise auch einfach die Energie zum Schreiben geopfert und irgendwie war ständig irgendwas los, weshalb ich dann doch nicht so zum Schreiben gekommen bin. Das hat mich auch richtig genervt, aber dadurch hat sich das jetzt zum Ende hin, von der Zeit her richtig, also hat sich jetzt richtig aufgestaut, dass ich halt immer weniger Zeit habe und nicht vorwärts gekommen bin. Aber jetzt zur Zeit läuft's. Also jetzt so seit 1,5 Wochen habe ich das Gefühl,
bin ich so richtig im Flow und in einem Rhythmus, wo ich es jetzt auch bis zum Ende des Monats wirklich entspannt noch schaffen kann, dieses Buch fertig zu schreiben. Und dann ist Dezember, dann mache ich eine kreative Pause, beziehungsweise ja, eine Deadline-Pause. Ich werde trotzdem die ein oder andere Idee ausarbeiten, weil ich da einfach mega Bock drauf habe und da momentan einfach nicht zu komme. Aber ansonsten werde ich im Dezember auch ganz viel lesen und so. Das habe ich ja schon mal erzählt. Da freue ich mich aber einfach mega drauf. Und als ich heute die Facharbeit abgegeben habe, war das für mich so ein erster Schritt in die Richtung. Ich muss die zwar im Dezember, muss ich noch so einen 10-minütigen Vortrag halten, um die vorzustellen und um die praktisch zu verteidigen. Da muss ich mir dann halt auch noch eine Präsentation vorbereiten Anfang Dezember. Ich glaube, das ist am 12. oder so, wie wir das machen müssen. Ein paar Tage vorher soll die Präsentation fertig sein. Und ich habe Anfang Dezember ein paar Tage frei und habe mir halt überlegt, dass ich das da irgendwie mache. Und bis dahin habe ich erstmal Ruhe. Aber ja, das ist so das Erste, was schon mal abgehakt ist. Und jetzt kann ich mich auch voll und ganz aufs Manuskript konzentrieren und muss nicht nebenbei in meiner Freizeit noch an was anderem arbeiten. Und dann habe ich, um euch schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, auf den Vlogmas. Also viel Lesezeit, paar neue Projekte ausarbeiten. Aber ich gehe auch für 2 Tage, beziehungsweise für eine Nacht nach Berlin, auch im Dezember, das nochmal als Ausblick, und zwar in die Jurassic World Ausstellung. Das ist praktisch wie die Harry Potter Studios, nur für die Jurassic World Filme. Das wandert irgendwie, das war jetzt auch in anderen Städten schon, und jetzt kommt es nach Berlin, und ich habe das durch Zufall irgendwie nur entdeckt, ich glaube über TikTok, und dachte so, boah, cool, was ist das? Muss dazu sagen, dass ich die Jurassic Park Filme, die alten, damals als Teenie irgendwann zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wann die rausgekommen sind, aber ich habe die irgendwann, war ich noch relativ jung, würde ich behaupten, zum ersten Mal gesehen und war sofort ein Riesenfan und mochte auch die Jurassic World Filme sehr gern, wobei ich tatsächlich eine Ausstellung zu den alten Jurassic Park Filmen noch besser fände. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das so ein bisschen mit integriert ist. Aber ja, die Ausstellung ist jetzt zu den Jurassic World Filmen. Da gibt es halt die Dinosaurier und so Hintergründe zu den Filmen und keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Müsst ihr euch mal angucken im Internet, falls ihr da, falls ihr die Filme auch mochtet. Da fahre ich auf jeden Fall mit meiner Mutter hin, weil sie die Filme auch so sehr mag wie ich. Und da habe ich sie so ein bisschen mit überrascht. Und das ist am 21. Dezember, da fahren wir dann nach Berlin, gehen in die Ausstellung und dann mal gucken, was wir noch anfangen, und dann übernachten wir da und fahren am 22. wieder zurück. Das wird nochmal so ein kleiner Ausflug direkt vor Weihnachten, und es passt halt ganz gut. Ich habe den 21., 22. Urlaub, sonst hätte ich das auch nicht gebucht, und habe am 23. sogar auch nochmal frei, und dann arbeite ich ja nur Heiligabend morgens. Und von daher ist es für mich jetzt auch nicht großartig stressig oder so, und ich freue mich da richtig drauf. Und ja, wo wir gerade beim Thema Weihnachten sind, ich habe angefangen, die Weihnachtsdeko rauszuholen. Das wollte ich euch eigentlich erzählen, deswegen starte ich jetzt gerade auch endlich mal mit diesem Vlog. Ich wollte ihn eigentlich schon vor einer Stunde oder so starten, als ich hier angefangen habe, die Herbstdeko wegzuräumen. Aber wie das dann so ist, wenn ich länger nicht gevloggt und Videos gedreht habe, waren alle Akkus leer, weil ich die dann nach und nach aufgebraucht habe und nicht wieder aufgeladen habe. Deswegen musste ich jetzt einen Akku erstmal ins Gerät hängen, und ja, deswegen wird jetzt gevloggt. Und ja, ich hatte jetzt gar nicht vor, heute schon so eine große Aktion draus zu machen. Ich dachte mir halt vorhin, dass ich in den Pausen der Fortbildung schon mal die Weihnachtskisten hochhole, zumindest so mit den Weihnachtstassen, weil ich da einfach total Lust drauf hatte, endlich die Weihnachtstassen zu nehmen. Und vielleicht, wenn ich noch griffbereit liegen habe, irgendwie eine andere Dekokiste. Und dann halt die Herbstdeko wegräumen. Das war heute so mein Plan, und ich habe dann jetzt die Herbstdeko weggeräumt und in dem Zuge dann gleich die Weihnachtstassen ausgeräumt, weil ich habe eine Mission. Ich habe halt meine ganze Deko für alle Jahreszeiten bisher immer in so Pappkartons, die nach den Jahren natürlich irgendwann mal so ein bisschen kaputt gehen, die 1000-mal schon neu zugeklebt wurden, 1000-mal neu beschriftet, weil ich immer so ein bisschen faul bin. Wenn ich die Herbstdeko jetzt zum Beispiel abräume und die Weihnachtsdeko aufstelle, dann packe ich die Herbstdeko einfach in die leeren Kartons von der Weihnachtsdeko, und so geht das immer weiter. Dementsprechend stimmt die aber Beschriftung dann natürlich aber immer nicht mehr. Ja, zwischendurch geht mein Karton kaputt oder so. Also ja, es ist ein bisschen wild. Ich hatte aber letztes Jahr, war ich ein bisschen motiviert, die Weihnachtsdeko in diese Plastikkisten zu packen. Und dachte mir eben, ja okay, wenn du das jetzt machst, dann kannst du ja einfach die Herbstdeko in die Kisten packen, wenn du die schon mal ausräumst. Und Ende des Jahres, also beziehungsweise Anfang des Jahres, wenn die Weihnachtsdeko wegkommt, kaufe ich mir dann noch mehr von diesen Kisten, weil die sind ultra praktisch. Und ich habe eigentlich sowieso den Plan, meine ganze Deko und alles, was ich sonst noch so im Keller stehen habe, in solche Kisten umzufrachten, weil man die gut schließen kann, weil die halt auch so gegen Feuchtigkeit gut sind, was man im Keller ja oft mal hat. Und weil sie einfach gut zu stapeln sind, und mein Keller ist nicht besonders groß, und dementsprechend muss ich mit meinem Platz ein bisschen aufpassen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich dadurch dann eben nicht nur die Herbstdeko weggeräumt, sondern auch schon die ersten Weihnachtssachen ausgepackt. Sind jetzt tatsächlich hauptsächlich die Tassen gewesen. Und ich habe sie jetzt alle wieder. Ich lieb's. Da sind die Weihnachtstassen. Dahinter stehen halt noch mehr, die könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Ich glaube, es sind alle. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil es sein kann, dass ich in den anderen Kartons auch noch welche verteilt habe. Aber ich glaube, es sind alle. Und ja, ansonsten habe ich hier schon so ein paar Kleinteile. Ich habe mir halt der Karton, den ihr gerade gesehen habt, das ist einer, den ich sonst tatsächlich erst am Ende des Dekorierens zur Hand nehme. Ich konnte ja nicht reingucken, die sind ja alle zugeklebt. Und in den Plastikkisten waren hauptsächlich die Tassen und so zwei, drei andere Dinge, die ich jetzt schon stehen habe. Und ja, die Kiste, da sind halt Lichterketten und so drin. Das ist das, was ich echt am Ende mache, wenn der ganze andere Dekokram steht, weil dafür brauche ich Zeit und den anderen Kram stelle ich halt so nebenbei hin. Das heißt, ich habe mir irgendwie die falsche Kiste gegriffen. Deswegen hat sich hier noch nicht so viel getan, aber ich habe immerhin schon hier so ein bisschen was hingestellt. Schon mal so eine Weihnachtsmann-Lichterkette. Ich habe hier bei meinem Fernseher schon so ein bisschen was und habe halt ja, diesen Bogen. Dann ist es mir tatsächlich auch wichtig, meinen Schreibplatz schön weihnachtlich zu machen, weil auch wenn ich im Dezember nicht so viel schreiben werde, werde ich hier trotzdem des Öfteren, denke ich mal, sitzen. Und mein Plan ist es auch, diesen Schreibtisch zu nutzen, um mein Weihnachtspuzzle zu machen. Ich habe ja einen Adventskalender, der ein Weihnachtspuzzle ist, wo jeden Tag ein paar Teile drin sind. Und ich dachte mir, wenn ich nicht so viel schreibe, kann ich den Schreibtisch, ja, in diesen Puzzletisch umwandeln. Dementsprechend werde ich hier hoffentlich jeden Tag eine Zeit lang sitzen und puzzeln und wollte es deswegen auch hier so ein bisschen weihnachtlich haben und habe da bisher auf jeden Fall eine Duftkerze, die ich glaube ich letztes Jahr irgendwie geschenkt bekommen habe. Das riecht nach Zimt, glaube ich. Irgendwas mit Zimt. Lebkuchenhaus? Keine Ahnung. Doch, Lebkuchenhaus. Okay. Naja, ist auch Zimt drin. Dann haben wir hier mein kleines Sternchen. Ich muss mal gucken, ob ich dazu... Und ignoriert die halbtote Pflanze. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht noch eine kleine Lichterkette finde zum Drumrumwickeln. Und hier habe ich auch so ein bisschen Tanne und so. Und hier die Lichterkette, die ist jetzt halt nur aus. Da müssen neue Batterien rein. Aber ja, das ist so das, was ich hier bisher habe. Und dann mein Highlight des heutigen Tages ist das. Da drin ist mein neuer künstlicher Weihnachtsbaum. Ich hatte ja den alten aussortiert jetzt zum Umzug hin, weil der nach 3-4 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ich ihn benutzt habe, seit 2018 viermal, glaube ich. Seitdem ist er schon so ein bisschen sehr zerrupft gewesen. Der war damals halt auch echt nicht teuer. Ich glaube, ich habe da nur 30 Euro für bezahlt. Der war im Angebot bei Weltbild. Und das hat man halt schon gemerkt. Der war jetzt nach beim dritten Aufstellen. Also letztes Jahr habe ich auf jeden Fall schon so gedacht, oh, sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Also die Äste zurechtbiegen ging irgendwie nicht mehr richtig. Die haben schon so ein bisschen lasch runtergehangen und so. Und ich fand es nicht mehr so mega schön. Ich meine, als es geschmückt war, fiel das dann nicht mehr so auf. Aber ich wusste es. Und deswegen habe ich letztes Jahr gesagt, okay, ich brauche wahrscheinlich einen neuen. Und habe den dann mit dem Umzug jetzt gleich aussortiert. Und mir jetzt einen neuen bestellt. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob ich mir nicht doch mal einen echten hole. Aber aus verschiedenen Gründen habe ich mich dann dagegen entschieden. Für mich ist es auch einfach einfacher, als mir zu überlegen, wie ich jetzt so einen echten großen Baum allein hier transportiere, beziehungsweise wen ich denn dafür mal frage, wer mir helfen könnte und das dann wieder zeitlich zu organisieren und so. Das klingt jetzt bescheuert, aber das sind echt für mich so Gründe, wo ich mir denke, boah, nee, der Aufwand ist mir zu groß. Dann kaufe ich mir doch lieber wieder einen künstlichen, der hält dann wieder ein paar Jahre und kann auch eben, das ist auch mit der Hauptgrund, vom ersten Advent an wieder stehen. Also ich werde ihn am ersten Adventswochenende wieder aufbauen. Und bin tatsächlich aktuell am Überlegen, ob ich ihn hier ins Bücherzimmer stelle. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt, dass ich echt überlege, das zu machen. Weil ich die Vorstellung irgendwie ganz schön finde, da diesen Baum zu haben. Und wie gesagt, ich werde hier ja definitiv auch Zeit verbringen. Vor allem, wenn man in die Wohnung reinkommt, die Tür ist halt immer offen. Das heißt, wenn man durch die Wohnungstür kommt, guckt man direkt ins Bücherzimmer. Man würde als erstes halt diesen Baum sehen. Das finde ich eigentlich auch voll schön. Wenn ich mir vorstelle, ich komme nach der Arbeit nach Hause und das Erste, was ich sehe, ist dieser Baum durch die Tür, dann wäre es tatsächlich ein bisschen platzsparender im Wohnzimmer. Aber das ist halt so auch der Punkt, weshalb ich überlege, es nicht zu tun. Ich liebe es halt, abends bei diesem Baum zu sitzen. Und ich sitze halt nun mal hauptsächlich im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich meine, ich könnte mir auch hier so meinen gemütlichen Leseplatz einrichten. Ich habe eher den Lesesessel und hatte mir eh vorgenommen, da häufiger drin zu sitzen. Aber ich gucke ja nebenbei immer Filme und so beim Lesen und das kann ich hier nicht so gut. Dann müsste ich mir meinen Laptop hier irgendwie hinstellen und ja, ich weiß nicht. Von daher werde ich ihn vermutlich doch wieder ins Wohnzimmer stellen. Alternativ hatte ich mir überlegt, ich könnte mir nochmal so eine Bodenvase holen und einfach so ein paar frische Tannenzweige, um hier auch so ein bisschen was stehen zu haben, weil irgendwie gefällt mir der Gedanke. Und dann noch so ein paar einzelne Kugeln dranhängen. Ich muss mal schauen.
Ich bin noch unentschlossen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ich meine, man kann ja auch sogar ein bisschen was im Dezember dann erst noch machen. Ich habe mir eh vorgenommen, irgendwie nochmal loszugehen, Weihnachtsdeko zu shoppen, weil ich vor ein paar Tagen einfach Zeit totschlagen musste und dann war ich in der Innenstadt und bin so ein bisschen durch die Geschäfte gebummelt und habe da so Weihnachtskram gesehen. Das hat mich so glücklich gemacht. Ich weiß auch nicht, das hatte so einen richtig gute Laune-Effekt und dann dachte ich mir so, boah, ich muss unbedingt dieses Jahr mal nochmal richtig gemütlich so Weihnachtszeug shoppen. Nicht Geschenke oder so, sondern wirklich so nach Dekokram gucken, ganz gemütlich und einfach mitnehmen, worauf ich gerade Lust habe. Aber ich muss halt vorher hier eigentlich weitestgehend dekoriert haben, damit ich zumindest ein bisschen einschätzen kann, wo ich noch wie viel Platz habe, bevor ich irgendwas kaufe. Nicht, dass ich dann was kaufe und nicht weiß, wohin damit. Ja, jetzt habe ich ziemlich viel gelabert. das mal so als Start in diesem Vlogmas-Countdown. Mir fallen bestimmt im Nachhinein auch noch ein paar Sachen ein, die ich euch erzählen wollte, weil ich tatsächlich in den letzten Tagen immer mal wieder so Momente hatte, wo ich so dachte, boah, das musst du in den Vlog mit einbauen und das musst du unbedingt erzählen und ja, keine Ahnung. Aber jetzt lassen wir es erstmal. Ich gucke jetzt, dass ich das, was ich aktuell an Deko noch verwenden kann, aus diesem Karton, dass ich das noch verteile. Wenn ich richtig motiviert bin, bringe ich tatsächlich die Herbstdeko auch schon nach unten. Aber irgendwie habe ich keinen Bock, heute die Treppen nochmal zu laufen. Wir werden sehen, ansonsten steht es hier bis morgen. Und dann werde ich, denke ich, mal erstmal schreiben. Das ist, glaube ich, so der Plan. Und dann gibt es noch ein Leseupdate, bevor ich mit dem Lesen für heute anfange. Ja, das ist doch mal ein guter Einstieg. Hallo, hallo, setzen wir diesen Vlog fort, obwohl schon Freitag ist. Die Woche lief wieder ganz anders oder beziehungsweise stressiger als geplant und deswegen, der Vlog ging nicht. Also, deswegen machen wir jetzt einfach munter weiter und gucken mal, dass wir trotzdem noch irgendwas in diesem Vlog vernünftig zusammenkriegen. Heute ist Freitag, ich bin gerade mit Ferris am Schreiben. Wir wollten uns heute eigentlich treffen und das Adventskalender-Video drehen, also wo wir die Bücher halt bestellen für unseren Adventskalender. Und jetzt ist es aber so, jetzt gerade geht's, huch, ich bin hier nebenbei am Kochen. Jetzt ist es aber so, dass unter mir in der Wohnung sind Handwerker, die Wohnung steht gerade leer und da wird die komplett saniert. Und es ist ziemlich laut stellenweise und jetzt waren die halt gerade auch wieder mega am Bohren und ich habe Ferris gesagt, wenn das so weitergeht, kann man ja jetzt ja nicht wissen, aber dann müssten wir ständig pausieren, weil es wirklich so laut ist und man würde es im Video hören und das so wirklich, dass es störend ist. Und ja, deswegen sind wir gerade am Schreiben, ob wir das morgen machen. Und genau, das machen wir jetzt. Das heißt, ich habe den Nachmittag heute doch frei sozusagen und machen wir jetzt gerade was zu essen. Es gibt schnelle Fertignudeln, nichts Besonderes. Und ruhe mich ein bisschen aus und würde dann vermutlich direkt ins Schreiben starten. Sonst hätte ich halt heute Abend erst geschrieben, wenn Ferris dann weg gewesen wäre. Aber dann nutze ich die Zeit jetzt, weil dafür fehlt mir die ja morgen. Ich wollte morgen so einen reinen Schreibtag machen und den ganzen Tag durchziehen. Aber wenn Ferris dann halt zwischendurch kommt, das dauert ja dann auch eine Weile, bis das alles gedreht ist und so. Und von daher muss ich dann gucken, dass ich heute sozusagen ein bisschen vorarbeite. Ja, das ist erstmal so der Plan. Ansonsten habe ich gesehen, dass meine Adventskalender von Chester Fandoms und der Bücherbüchse auf dem Weg sind. Da war, habe ich eine Mail gekriegt, dass die versendet sind. Das heißt, die kommen vielleicht morgen oder Montag. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann habe ich alle Adventskalender hier. Und ja, ansonsten ist in den letzten Tagen auch nichts passiert. Also ich habe noch nicht weiter dekoriert oder so. Das mache ich dann jetzt hoffentlich am Wochenende. Und ja, ich habe eigentlich wirklich nur gearbeitet, geschrieben, zwischendurch so Haushaltskram und so erledigt, was man halt machen muss, aber auch fast gar nicht, glaube ich, gelesen. Also ja, habt ihr auch nichts verpasst. Machen wir jetzt erstmal mein Essen weiter und dann gucke ich mal, ob ich mich erst ein bisschen ausruhe oder direkt ans Schreiben gehe. Die Gefahr ist halt, wenn ich mich erst ausruhe, dass ich mich hinterher nicht mehr aufraffen kann. Aber ich bin momentan echt immer mega erledigt, wenn ich von der Arbeit komme. Ich merke halt, dass das Jahr insgesamt für mich sehr anstrengend war. Mit dem Umzug dazwischen, also seit dem Umzug ist es eigentlich echt so, dass ich keine Energie mehr habe gefühlt, weil das halt schon heftig war. Arbeit, Umzug und nebenbei noch ein Buch fertig schreiben, beziehungsweise Lektorat. Beides habe ich, glaube ich, gemacht. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe ein Buch fertig geschrieben und ein Lektorat gemacht oder so, ich weiß es nicht. Und ja, das ganze normale Kram ist noch dazu und keinen richtigen Urlaub und so, also es war schon heftig und das merke ich mittlerweile einfach sehr, weshalb ich mich auch sehr auf den Dezember freue, weil ich da, ich glaube, nur 12 Arbeitstage oder sowas habe. Den Rest habe ich Urlaub oder halt frei wegen der Feiertage oder so und oder halt auch Fortbildung. Und Fortbildung ist im Vergleich zu Arbeit für mich echt wie Urlaub,
Vor allem sind 5 Tage Fortbildung und 4 davon finden online statt. Das heißt, ich kann ein bisschen länger schlafen, kann hier zu Hause bleiben, spare mir den Fahrtweg und so. Also das wird, glaube ich, insgesamt sehr entspannt. Und da freue ich mich gerade einfach mega drauf, weil das brauche ich. Und dann habe ich mir für die erste Januarwoche, also vom 1. Januar an, wo ich ja eh frei habe, habe ich mir dann Urlaub gewünscht und hoffe, dass ich diesen Urlaub auch kriege. Das wäre halt ultra nice. Aber ja, da müssen wir erstmal nochmal abwarten, weil die Urlaubsrückmeldung, wie es denn wird, haben wir noch nicht bekommen. Also bitte Daumen drücken. Und ja, aber nichtsdestotrotz freue ich mich gerade auch sehr aufs Schreiben. Es ist schon ganz witzig, obwohl das Schreiben momentan ja eigentlich auch ein Stressfaktor ist, weil ich das irgendwie noch reinquetschen muss und mich momentan auch so ein bisschen, sag ich mal, beeilen muss oder mehr pro Tag schreiben muss, als ich sonst vielleicht tun würde wegen der Deadline, ist es trotzdem noch das Entspannteste und trotzdem noch etwas, worauf ich mich freue. Also so gesehen auch irgendwie ein positiver Stressfaktor. Jetzt gerade zum Beispiel freue ich mich mega, jetzt am Wochenende zu schreiben, weil wir uns jetzt langsam dem Finalkampf nähern und es kommen jetzt einige coole Szenen. Und beziehungsweise spannende Szenen, wo ich mich halt schon drauf freue, sie zu schreiben. Es kommen Szenen, wo noch Sachen aufgelöst werden, die seit Band 1 unklar sind. Also so offene Fragen, die einfach die Geschichte betreffen, die die Protagonistin halt erst noch aufklären musste. Und da kommen jetzt so die Antworten und das sind nochmal so ein paar kleine Twists. Und da freue ich mich halt mega, das zu schreiben. Und ich hatte auch noch eine Idee, die ist ein bisschen krass. Ich bin am Überlegen, ob ich das mit meiner Lektorin erst abspreche, aber ich muss auch erst nochmal gucken. Also ich muss das erst grob planen, um zu gucken, ob ich das wirklich so mache. Ich hatte halt eine richtig krasse Idee, wie ich das Finale sozusagen schreiben will. Also diesen, da war's, den Finalkampf. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich das so umsetze. Es wäre ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es wäre ultra krass. Und ja, deswegen, auch wenn es irgendwie Stress bedeutet, freue ich mich mega trotzdem aufs Schreiben, gerade im Moment, wo es so auf das Finale zugeht. Und ja, es ist so ein bisschen paradox, weil es mich einerseits stresst, aber andererseits würde ich auch nicht darauf verzichten wollen. Das ist sowieso so beim Schreiben irgendwie. Egal wie stressig es ist, also ich hatte noch nie den Gedanken, oh Gott, ich wünschte, ich hätte jetzt keinen Vertrag oder ich wünschte, ich hätte jetzt keine Deadline oder ich wünschte, ich müsste nicht schreiben. Der Gedanke kommt mir tatsächlich nie, was mir einfach nur zeigt, dass ich trotz allem so die richtigen Entscheidungen getroffen habe, das richtig geplant habe für mich persönlich und ja, das bestärkt mich dann auch immer noch darin, einfach mich wieder hinzusetzen und weiterzumachen. Ja, okay, jetzt muss ich hier aufpassen, weil meine Nudeln sonst anbrennen. So, Helle zum nächsten Vlogtag. Ich hatte gestern Abend noch Besuch, was meine Pläne durcheinander gewirbelt hat. Aber ja, deswegen habe ich dann auch nicht mehr gevloggt. Und ja, heute Morgen habe ich erstmal ausgeschlafen. Eigentlich wollte ich ein bisschen früher aufstehen, aber wie das dann so ist. Mein Problem ist halt, ich wache früh auf, aber schlafe dann nochmal ein. Und dann schlafe ich nochmal relativ lange. Aber wenn ich so früh aufwache, denke ich mir so, boah, es ist noch so früh, du hast frei, nutz das lieber. Und ich bin um 7:30 aufgewacht und dachte mir so, na komm, schläfst noch so bis 9 oder so. Wach geworden bin ich um 10:30. Vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, mir einen Wecker zu stellen, dann ergibt sich das Problem vielleicht nicht mehr. Und ja, jetzt hatte ich mich hier ein bisschen hingesetzt, ein bisschen organisatorisches Kram erledigt. Zum einen habe ich das Ding hier in der Hand gehabt. Vielleicht kennt ihr diese Umschlagmethode zum Geld sparen. Ich habe da in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos bei TikTok gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingeraten bin. Ne? Der Algorithmus ist manchmal schon wild. Auf jeden Fall wurde mir das dann irgendwann angezeigt und ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich kannte das nicht, keinen Plan gehabt, was das ist. Fand das aber ganz interessant und habe mir das dann angeguckt und hatte mir dann so überlegt, irgendwie ist das eine coole Methode. Also eine, die einfach so ein bisschen motiviert und Spaß machen könnte. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, denen es ein bisschen schwerfällt, Geld zu sparen. Die Bücher sind ein Problem, weil ich dann immer denke, oh, hast ein bisschen extra Geld, holst du noch ein paar extra Bücher, so ungefähr. Habe aber so ein paar Sachen in Aussicht, für die ich Geld brauche, beziehungsweise die ich mir halt gern mal gönnen würde. Und deswegen dachte ich mir so, das wäre mal eine Methode, um das halt auszuprobieren, um besser Geld zu sparen, weil ich da sonst halt immer sehr schnell wieder dran gehe und irgendwie fand ich das auch einfach interessant und dachte, das sieht irgendwie spaßig aus, wenn man sich da jeden Monat mal hinsetzt und das so sortiert, was man wofür ausgeben will. Und vor allem, wenn man am Ende des Monats natürlich dann das über hat, was man so für seine Sparziele dann aufteilen kann. Ich habe zwar so ein Sparkonto, wo jeden Monat automatisch was drauf geht, aber das habe ich auch noch nicht sehr lange. Und ich weiß auch nicht, ich wollte das irgendwie ausprobieren und dachte, das ist ganz cool. Und habe das jetzt einfach mal vorbereitet. Ich finde das auch gar nicht verkehrt, weil man dann, glaube ich, viel besser einen Überblick bekommt, was man wofür ausgibt. Und gerade jetzt in der Zeit, wo ja alles irgendwie teurer geworden ist, kann das nicht verkehrt sein. Und jetzt habe ich mir halt gerade schon mal hier die Umschläge fertig gemacht.
Und ja, das habe ich, da habe ich eben so ein bisschen Zeit mit verbracht. Ich werde aber jetzt, also so richtig anfangen werde ich damit erst nächstes Jahr, jetzt im Dezember schon so langsam. Aber mit dem ganzen Weihnachtsgedöns und so ist mir das so ein bisschen zu viel, so mit Extra-Ausgaben, um damit zu starten. Das mache ich, glaube ich, dann erst im Januar so richtig. Ich habe mir auch so ein kleines Buch gekauft mit den Challenges. Da werde ich dann mal gucken mit den Spar-Challenges. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gerade so ein paar Minuten mit verbracht. Und ansonsten habe ich ein bisschen geschrieben, beziehungsweise ich habe noch einen Anmeldebogen ausgefüllt. Ich bin ja Wundexpertin, also habe dann eine Weiterbildung gemacht und da muss man jedes Jahr so ein Seminar besuchen, um Punkte zu sammeln, damit man dann seine Rezertifizierung erhält. Nach 5 Jahren ist die Weiterbildung im Prinzip abgelaufen. Da muss man sich rezertifizieren und für die Rezertifizierung braucht man 40 Punkte. Und wenn man einmal im Jahr so eine Veranstaltung besucht, sind das 8 Punkte. So praktisch pro Unterrichtsstunde gibt es dann einen Punkt. Und deswegen mache ich das einmal im Jahr einfach, weil sonst müsste ich irgendwie ein Jahr vorher die ganzen Tage irgendwie reinkriegen und das wäre ein bisschen blöd. Und ja, das habe ich gerade noch ausgefüllt. Ich finde das sehr schön. Da, wo ich das mache, kriegt man halt automatisch jedes Jahr dann einen Brief mit der Erinnerung und halt den ganzen Seminaren, die im Angebot sind. Und da mache ich, bei der Einrichtung mache ich jetzt auch gerade mein Pflegedienstleitungsschein. Oh Gott, musste ich kurz überlegen. Und ja, ich bin da mega zufrieden und deswegen ja, habe ich das jetzt auch gleich schnell ausgefüllt, damit ich da wieder unterkomme. Und dann habe ich geschrieben, dadurch, dass ich dann gestern Besuch hatte, habe ich tatsächlich gestern, glaube ich, nur 500 Worte geschrieben, habe so aber immerhin die 75.000 geknackt. Jetzt habe ich heute schon ungefähr 1.000 Worte geschrieben, ich bin jetzt bei 76.093 und jetzt kommt gleich Ferris. Ich werde dann, wenn Ferris nachher weg ist, weiterschreiben, weil gestern hatten wir das ja abgesagt wegen der Handwerker. Und ich bin einerseits voll so, ja, im Schreibstress, hatte ich ja schon so ein bisschen erzählt, aber andererseits mega gehypt. Und doch jetzt kommt so eine Szene, die einfach, oh, ich liebe sie einfach vom Vibe her. Sie ist gar nicht besonders positiv. Es gibt ein paar Enthüllungen über einen Charakter, der von Buch 1 an so ein bisschen unklar war, warum der so gemacht hat, was er gemacht hat und so. Zudem halt einige Fragen offen waren, insbesondere seit Band 2 der Andoria-Chroniken. Und da wird jetzt einiges aufgelöst und eigentlich ist es irgendwie ein bisschen niederschmetternd. Andererseits ist es auch irgendwie voll schön, also es ist so ein richtiges Gefühlschaos. Und ich freue mich darauf, das zu schreiben. Da Ferris aber gerade geschrieben hat, dass er sich jetzt auf den Weg macht, werde ich mir das für nachher aufheben. Und werde das jetzt erstmal so speichern und dann halt heute Abend richtig viel schreiben. Und beziehungsweise heute Nachmittag dann noch. Ferris kommt, um das Adventskalender-Video zu drehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern dazu gesagt hatte. Wir stellen heute die Bücher für unseren Buch-Adventskalender. Wir machen wieder 12 Bücher, 12 Kleinigkeiten, sodass jeder jeden Tag was aufmachen kann. Aber nur jeden zweiten Tag ein Buch drin ist, weil 24 Bücher sind halt einfach sauteuer. Wir hatten überlegt, ob wir das mit Mängelexemplaren machen. Aber das ist ja dann auch wieder schwierig. Da muss man echt lange dann Avell durchforsten und so, um zu gucken, was man überhaupt findet. Und ich bin jetzt hier gerade nebenbei noch am Handy am gucken, ob ich noch irgendwelche Bücher auf meine Wunschliste packen muss. Ich habe relativ viel drauf. Also es reicht auf jeden Fall, dass Ferris 12 bestellen kann. Und ich aber trotzdem nicht weiß, was es ist, weil es eben mehr als 12 Bücher sind. Aber ich habe tatsächlich gerade gesehen, ich habe relativ viele gebundene Bücher drauf und werde gucken, ob ich nicht noch ein paar Taschenbücher jetzt finde oder beziehungsweise broschierte, die ich drauf tun kann, weil, wie gesagt, auch das, ne, ist natürlich relativ teuer so. Und es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, da noch ein paar Alternativen zu bieten. Ich überlege gerade, ich habe irgendwo, habe ich das? Da, Caraval. Genau, da brauche ich zum Beispiel noch den 3. Band, damit ich die Reihe endlich mal komplett lesen kann. Ich würde nämlich da mit Band 1 nochmal anfangen und die dann fortsetzen wollen. Ich habe auch vorhin schon geguckt, wegen Fortsetzungen, welche ich auf die Liste packen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass mir von den Reihen, die ich wirklich schon angefangen habe zu lesen, gar nicht viele Fortsetzungen fehlen. Die Fortsetzungen fehlen mir eher da, wo ich halt noch nichts gelesen habe. Also, wo die ersten Bände noch ungelesen sind. Und da werde ich mir die auch nicht wünschen, weil man weiß ja nie. Ah, das finde ich schon, fand ich interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es so wenige sind, die mir da fehlen. Ich überlege gerade, ob ich mir dieses eine Buch auf die Liste packe. Aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ein klein wenig Leben oder so. Irgendwie erscheint mir das ein Buch zu sein, was man einfach gelesen haben sollte. Ich habe da schon so viel zugehört und gesehen. Ja. Ich glaube, das packe ich mir noch auf die Liste. Oh Gott, da hat der Dennis Check, ist das nicht dieser komische Typ, der da
die ganzen, der diese Vorauswahl für diese BookTok Awards getroffen hat. Der hat dazu einen Blurb verfasst. Oh Gott, ich glaub's nicht. Okay. Also das packen wir nochmal auf die Liste, um mal ein bisschen was anderes drauf zu haben. Oh, das ist auch noch gut. If You Had Been With Me. Das habe ich auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Das packen wir auch nochmal auf die Liste. Ich will ja auch ein bisschen überrascht werden und verschiedene Sachen auch einfach auf der Liste haben, so genremäßig. Ich hatte überlegt, mir ein Colin Hoover Buch drauf zu tun, aber ich weiß gar nicht welches. Oh, mir fällt gerade noch eins ein. Also nicht von Colin Hoover. If We Were Williams wollte ich, glaube ich, auch mal lesen. Das gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Nee, da, wenn aus Freunden Feinden werden. Lesen wir das auf Deutsch? Ja, ich glaube, wir lesen das auf Deutsch. Obwohl es auf Englisch tatsächlich auch günstiger wäre. Das ist jetzt halt wieder die Frage, was die Übersetzung so ausmacht, ne? Ich pack's mal auf Deutsch auf meine Liste. Ich bin jetzt tatsächlich, seit ich angefangen habe, ein bisschen Englisch zu lesen und halt diese von mehreren Büchern, diese Videos gesehen hatte von anderen BookTokern und so, dass es einen riesen Unterschied macht tatsächlich, also weil in der Übersetzung viel verloren geht. Seitdem bin ich bei einigen Büchern halt echt immer am Überlegen, in welcher Sprache ich es lese. Ich finde das halt gar nicht so einfach. Weißt du, ich würde mich tatsächlich voll ärgern, wenn ich so ein paar Jahre später so ein Buch, was ich auf Deutsch nicht so gut fand, dann irgendwie auf Englisch mir unter die Finger kommt und ich merke, boah, das ist richtig gut. Weiß ich nicht. Würde mich vernerven. Was haben wir hier noch so? Wahrscheinlich seht ihr das Video, wo wir die Bücher bestellen, bevor dieses Video online geht. A Wish for Us. Das habe ich auch noch nicht. Das ist, glaube ich, Band 1 hoffentlich. Ich weiß auch, welche Bücher ich mir noch drauf tun muss. Moment. Oh Gott, ich hoffe, es ist das erste. Wenn nicht, muss ich mir das dann noch nachkaufen. Ich wollte Dark Ivy. Ist es Dark Ivy? Dark Ivy? Was ist das? Das erscheint erst noch. Das muss ich mir gleich mal angucken. Das muss noch mit auf die Liste. Ich hatte irgendwie... Nein, das war das nicht, oder? Irgendein Buch in dieser Art hatte ich mir mal bei Avail bestellt. Aber ich glaube, das war das nicht. Ich hatte es zumindest noch nie wirklich in der Hand, glaube ich. Das kann das nicht gewesen sein. Manchmal verliert man echt schon den Überblick, ne? Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Okay. Aber die hat doch noch was geschrieben, oder bin ich jetzt irgendwie doof? Die Autorin. Ach da, It Was Always You. Das habe ich bei Avail bestellt. Das war das, genau. Das habe ich schon. Sandcastle Ruins. Was ist das? Ich hätte halt auch Lust, nochmal so Bücher auf die Liste zu packen, die mir halt erstmal so gar nichts sagen, so die ich so neu entdecken würde praktisch. Das Problem ist nur, also ich hatte halt geguckt so, ne, aber man kriegt ja auch immer Titel vorgeschlagen, die zu dem passen, was man schon gelesen hat. Und das waren halt alles Bücher, die ich entweder schon kannte oder... Ja, die mich dann doch nicht interessierten. Also irgendwie habe ich nicht so viel gefunden, Neues. So, ich hatte auch im Laden geguckt. Oh, kann ich nochmal gucken, ob in meinen Fotos was ist. Aber auch da habe ich echt wenig gefunden, was ich noch nicht kannte, was also sozusagen eine Zufallsentdeckung war. Und was mich interessiert hat, sodass es auf der Liste sollte. Das ist ein bisschen schade, aber naja. Was ist das hier? Song of Silver. Das erscheint im März auf Deutsch. Dann packe ich das mal auf meine normale Liste. Ich habe, was ich mir gerade auf Englisch noch auf die Liste gepackt habe, ist tatsächlich endlich mal The Bone Season von Samantha Shannon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da sind die ersten beiden Bücher damals auf Deutsch erschienen. Aber dann wurde es nicht weiter übersetzt. Und ich hatte jetzt nochmal geguckt, ob es im Englischen weitergegangen ist. Weil hätte ja auch sein können, dass die Bücher komplett eingestampft haben. Aber im Englischen ist es weitergegangen. Da erscheint jetzt Band 4 oder 5 oder so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall gerade geguckt. Da erscheint auf jeden Fall demnächst nochmal ein neues. Und es ist vom ersten Band eine Jubiläumsausgabe erschienen. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, die Bücher auf Englisch zu lesen. Ich hoffe, das geht. Ich könnte mir vorstellen, ich habe ja Band 1 und 2 schon gelesen, dass es tatsächlich... ein bisschen kompliziert zu verstehen sein wird auf Englisch. Aber ich will es versuchen. Und deswegen habe ich mir diese Jubiläumsausgabe auch eben auf die Liste gepackt. Weil ich fange dann auf Englisch mit Band 1 wieder an. Und ja, wenn Ferris mir die jetzt nicht auswählt für den Adventskalender, dann kaufe ich mir die nach Weihnachten halt. Und dann versuche ich die Reihe mal auf Englisch zu lesen. Weil die war echt super gut. Also ich habe die ersten beiden Bücher wirklich sehr geliebt und finde das halt echt schade, dass die Reihe nicht weitergegangen ist. Ich kann es auch nicht ganz verstehen. So, habe ich hier noch was in meinen Fotos? Das habe ich mittlerweile. Ich muss echt mal ausmisten.
Das gibt es noch nicht. Ich weiß, dass ich mir neulich im Laden irgendwie Bücher fotografiert hatte. Das erscheint erst noch. Das packe ich mir jetzt mit auf die Liste, weil... Ja, das packen wir noch auf die Liste. Das ist jetzt erschienen gerade. Das passt. Hätten wir vor ein paar Tagen gedreht, wie wir es ursprünglich vorhatten, wäre das noch nicht erschienen gewesen. Wobei, so schön wäre das auch nicht gewesen. Weil wir haben ja noch 2 Wochen, um alles einzupacken. Ich werde auch Montag oder Dienstag so in dem Dreh mal in die Stadt gehen. Zum einen brauche ich ein Wichtelgeschenk für unsere Weihnachtsfeier nächste Woche. Und dann brauche ich ja auch noch ein paar Kleinigkeiten für den Kalender. Ich habe schon mit dem, was ich heute bestelle, 3 Kleinigkeiten bestellt, die keine Süßigkeiten sind. Und dann werde ich noch ein paar Süßigkeiten kaufen. Ich will aber dann, wenn ich eh in der Stadt muss wegen dem Wichtelgeschenk, da auch noch mal gucken, ob ich noch Kleinigkeiten für Ferris einen Kalender finde, die ich da reintun kann. Jetzt hat's geklingelt. Hallo! Na? Na? Happy Shadow Thoughts! Hallo zum nächsten Vlogtag. Zeit für ein kleines Update. Ferris war ja gestern da und wir haben, wie geplant, das Video gedreht, wo wir die Bücher für den Adventskalender bestellen. Ah, es war wieder toll. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Wir haben gestern schon kurz überlegt. Ich glaube, Ferris hatte letztes Jahr die 2, also durfte als Zweiter die Bücher auspacken. Wir müssen das ja dann entsprechend nummerieren gegenseitig. Heißt, ich habe dieses Jahr die 2, darf ab 2. Dezember auspacken, was ich sehr schön finde, weil ich mich immer freue, wenn ich an Nikolaus und Heiligabend dann halt noch ein Buch auspacken darf. Und ja, das machen wir dann aber erstmal alles, wenn es fertig ist. Ich habe Ferris gestern zu seinen Büchern noch schon 2 andere Dinge bestellt, die ich mir schon rausgeguckt hatte, die ich in seinen Kalender tun wollte. Das heißt, ich habe neben den Büchern jetzt mittlerweile, oder habe ich eine andere Sache bestellt? Nein, ich glaube, es waren 2 Sachen. Heißt, ich habe neben den Büchern jetzt schon 4 andere Dinge. Und mir fehlen dann halt noch 8 Kleinigkeiten. Ein Teil davon wird Süßigkeiten sein und für den Rest wollte ich ja nächste Woche nochmal in die Stadt. Und ja, freue mich schon darauf, das alles einzupacken. Ist ja nicht mehr lang hin, heute ist der 19. Und dementsprechend, die Bücher kommen, glaube ich, nächste Woche Mittwoch war es, glaube ich, an. Und ich will Dienstag oder Mittwoch in die Stadt, weil Donnerstag und Freitag bin ich schon verplant nach der Arbeit. Und am Wochenende, gut, ich könnte auch am Wochenende in die Stadt, aber das ist mir schon fast zu spät, weil ich ja auch alles noch in Ruhe einpacken will. Und wer weiß, vielleicht finde ich ja nicht sofort alles und will dann doch noch was bestellen oder so. Ich muss echt mal gucken, wie ich das nächste Woche mache. Aber ja, ich freue mich sehr. Und ich habe gestern dann, wir haben dann noch einen Weihnachtsfilm geguckt und zusammen gegessen. Und ich habe dann den Abend mit Schreiben verbracht und bin mittlerweile, habe ich bei 80.000 Worten. Also ich habe gestern gestern Abend die 80.000 Worte geknackt und habe jetzt für heute auch schon mal angefangen zu schreiben mit nach dem Frühstück. Ich hatte dann zwischenzeitlich noch ein Video geschnitten. Mir fällt gerade ein, dass ich das schon längst hochgeladen haben wollte. Das hat hier gerade nebenbei exportiert und ich habe es über das Schreiben gerade voll vergessen. Ich lade das jetzt nochmal schnell hoch nebenbei. Das war das Neuzugänge-Video für heute. Und ja, habe jetzt heute schon ein bisschen geschrieben und die Szene, die ich gerade geschrieben habe, hat mich so fertig gemacht. Es ist keine schlechte Szene, also es passiert nichts Schlimmes, aber sie ist einfach sehr berührend und ich bin jetzt auf Seite 237 und habe im Prinzip 237 Seiten lang gewartet, dass diese Sache endlich passiert und ich sie endlich schreiben kann und es hat mich gerade so berührt irgendwie. Es war ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie immer pausieren musste. Also ich glaube, das meiste davon habe ich auch gar nicht aufgenommen.
so den größten Tränenvorfall. Aber es hat mich echt ein bisschen fertig gemacht. Ich habe aber so heute jetzt gerade in den letzten, keine Ahnung, in der letzten Stunde oder anderthalb Stunden schon 2000 Worte fast geschafft. Also 20 Worte würden jetzt noch fehlen. 5000 würde ich heute gerne nochmal schaffen und die 85 voll machen, um einfach das Wochenende wieder gut zu nutzen, weil ich genau weiß, die nächsten Tage nach der Arbeit wird es vermutlich nicht so gut. Das heißt, ja, ich werde dann heute Abend noch weiter schreiben, weil jetzt ist es 2:30. Ich werde jetzt das Video hochladen, beziehungsweise wenn ich hier mit Vloggen gleich fertig bin, mache ich mir noch schnell eine Kleinigkeit zu essen. Ich gehe dann nämlich heute ins Kino. Ich bin verabredet, um den neuen Panem-Film zu schauen und bin da schon sehr gespannt drauf. Werde euch nachher auf jeden Fall meine Meinung sagen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil, also nicht wegen des Films an sich, sondern einfach, weil da viel oder relativ viel gesungen wird, sage ich mal. Aufgrund dessen, was die Protagonistin ist und macht und wie auch immer. Wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall heißt der Film ja auch die Ballade von Vogel und Schlange. Ich glaube, der Titel ist Englisch. Aber auf jeden Fall steckt ja das Wort Ballade im Titel. Ich kann mir den Titel nicht merken. Dementsprechend ist es kein Wunder, aber ich bin nicht immer unbedingt ein Fan davon. Also ich bin gespannt, wie mir der Film gefällt. Und ja, werde dann heute Abend, wie gesagt, weiterschreiben. Und ich hoffe, ich schaffe es nachher mal, euch ein kleines Leseupdate abzudrehen, weil ich tatsächlich heute Morgen auch ein bisschen gelesen habe und ja auch schon das erste Weihnachtsbuch angefangen hatte. Und ja, wollte ich da einmal kurz erzählen, wie es so aussieht. Aber ja, ich werde jetzt erstmal essen und nebenbei dann die Infobox hier noch füllen für das Video und das Video hochladen. Fertig. Und dann ist das nämlich da, wenn ich gehe. Ich habe jetzt noch so eine Stunde Zeit. Und ja, das ist erstmal so der Plan. Ich habe übrigens festgestellt, mit einer Deadline im Nacken, also das Buch muss am 4.12. fertig sein, mit einer Deadline im Nacken schafft sich der Nano von ganz alleine. Also der Nano, für die, die das nicht kennen, ist so eine Art Challenge für Leute, die halt gern Bücher, Geschichten oder wie auch immer schreiben. Und das findet jedes Jahr statt. Da gibt es eine Website zu, wo man dann so eine Statistik hat und so. Und im Prinzip geht es darum, in einem Monat 50.000 Worte an einem Projekt zu schreiben. Weil 50.000 Worte können tatsächlich schon ein ganzes Buch sein. Kein besonders dickes Buch, aber es sind dann ungefähr so 300 Buchseiten. Und oder ein bisschen weniger, 250. Irgendwo hatte ich mal eine Rechnung gesehen, in der das so aufgedröselt war. Auf jeden Fall könnte das schon ein Buch sein. Und es geht halt auch darum, einfach zu schreiben, ohne drüber nachzudenken. Gut, das mache ich jetzt nicht, weil ich gebe das Buch dann am 4. Dezember ab. Das heißt, das, was ich jetzt schreibe, muss auch schon irgendwie gut sein. Aber es ist halt so, es soll so ein bisschen auch Routine schaffen zum Beispiel, dass man sich halt wirklich jeden Tag hinsetzt. Es wären jeden Tag ungefähr 1660 Worte, ich glaube 1667, damit man diese 50 am Ende schafft. Und ja, auf jeden Fall findet er jedes Jahr wieder statt und ich mache da immer mit. Aber irgendwie war es fast immer so, dass der November der Monat war, der besonders stressig war, wo ich besonders wenig geschrieben habe. Aber dieses Jahr habe ich eine Deadline, die ich einhalten muss und da klappt es plötzlich. Und zwar habe ich bisher am 19., das heißt es sind noch 11 Tage Zeit, genau, 39.840 Worte. Mit den 2000, die ich heute schon geschrieben habe, sind es sogar schon über 40.000. Und man hat hier so eine Rechnung, wie viel man pro Tag schreiben muss, um bis zum 30. November fertig zu werden. Und das sind, wie gesagt, am Anfang ungefähr 1600. Bei mir sind es jetzt nur noch 847, weil ich halt so weit voraus bin. Das heißt, ich werde den Nano in den nächsten Tagen schon beenden, habe dann die 50.000 Worte voll, werde aber die Statistik, ich hoffe, das geht, aber ich glaube schon, bis zum 30. weiterführen, um einfach mal zu sehen, was ich dann generell diesen Monat geschafft habe, weil ich ja bei diesen 50.000, also das sind jetzt noch 10.000 Worte ungefähr, da höre ich ja nicht auf. Ich schreibe das Buch ja fertig und ich bin gespannt, was ich dann am Ende geschafft habe in diesem Monat. Deswegen führe ich die Statistik dann weiter. Und ja, ich bin aber jetzt Gott sei Dank an einem Punkt, wo ich nicht mehr so nervös werde. Ich hatte so ein paar Tage in diesem Monat, wo ich so dachte, oh mein Gott, du musst noch so viel schreiben. Wie schaffst du das? Aber dadurch, dass ich jetzt die Wochenenden gut genutzt habe und auch letzte Woche nach der Arbeit an manchen Tagen gut was geschafft habe, bin ich jetzt mit 82.000 Worten wieder an einem Punkt, wo ich so denke, okay, das ist noch zu schaffen. Das kriegst du noch hin. Mit dem, was ich jetzt schon geschrieben habe, das war es auch, so diese Zahl, dass ich gesehen habe, okay, du hast jetzt schon über 30.000 Worte. Du brauchst nochmal ungefähr, ist ja immer schwer zu sagen, wo man am Ende rauskommt, aber so schätzungsweise brauche ich so 110.000, 115.000 Worte. Heißt, es sind jetzt nochmal so ungefähr 30.000 Worte und ich habe fast ja noch genauso viel Zeit, wie bisher vergangen ist.
Also es ist schaffbar. Ich bin momentan wieder etwas optimistischer. Ich habe ja sogar noch ein paar Tage mehr Zeit, aber ich will spätestens am 30. November halt mit dem eigentlichen Schreiben fertig sein, damit ich dann noch 4 Tage Zeit habe, es in Ruhe durchzulesen, zu überarbeiten. Und ich glaube, das eine Kapitel, was ich geschrieben habe, endet ein bisschen abrupt, weil ich nicht genau wusste, wie ich da einen Übergang schaffen soll. Das heißt, das muss ich dann noch zu Ende schreiben. Und ich muss auch noch die Zitate, die bei Andoria am Kapitelanfang sind, einfügen. Dafür würde ich die letzten 4 Tage gerne nutzen. Deswegen wäre es schön, wenn ich wirklich am 30. spätestens fertig bin. Das noch so kurz zum Schreiben. Aber ja, jetzt muss ich mich echt ein bisschen sputen. Von daher mache ich mir erstmal Essen. Und wir sehen uns später wieder. So, ich bin aus dem Kino zurück. Der Film war richtig gut. Also für alle Panem-Fans auf jeden Fall empfehlenswert. Egal, ob man das Buch jetzt gelesen hat oder nicht. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und fand auch den Bogen sehr schön am Ende zu den Hauptfilm, sag ich mal, zu der Trilogie. Ja, genau, es ist jetzt 8:30. Ich werde jetzt meine Sachen für morgen packen und werde mich dann mit meinem Laptop noch ein bisschen ins Bett verkrümeln zum Schreiben, weil ich morgen nicht ganz so früh bei der Arbeit anfangen muss, habe ich noch so ein bisschen Zeit und werde hoffentlich auch noch ein paar Seiten lesen. Deswegen dachte ich, ich gebe euch jetzt mal endlich ein kleines Leseupdate und zwar die 2 Hauptbücher. Also ich habe noch 2 weitere angefangen, die jetzt aber eben für diese beiden Bücher pausieren, weil das, was ich aktuell lese, halt Leserunden sind und ich versuchen will, die zu schaffen. Übrigens finde ich, ich habe mein Bett schon sehr schön hergerichtet mit der Weihnachtsbettwäsche und den Kissen und so. Ja, zum einen lese ich gerade mit einer Freundin zusammen das erste Weihnachtsbuch, nämlich Winterzauber in London. Da bin ich aktuell auf Seite 122. Ich glaube, sie war schon auf Seite 210 oder so, weil wir lesen so ein bisschen unabhängig voneinander. Also lesen wir schon gemeinsam, aber wir sagen jetzt nicht irgendwie, wir lesen jeden Tag so und so viel oder wir lesen immer bis dann, lesen wir bis da und dahin oder so, sondern machen das so ein bisschen frei, weil wir halt beide viel zu tun haben und es beide in unserem Tempo schaffen wollen und tauschen uns dann zwischendurch halt so weit, wie wir gekommen sind, aus. Ich bin, wie gesagt, auf Seite 122. Ich finde es bisher wirklich gut. Macht auf jeden Fall Spaß und war eine gute Wahl für das erste Weihnachtsbuch. Und dann in einer etwas größeren Leserunde lese ich noch Fallen Princess von Mona Kasten. Das hatte ich mir jetzt auch extra Anfang November für die Leserunde geholt. Und da wollen wir nächste Woche Freitag drüber sprechen. Wir treffen uns dann halt und wollen dann darüber reden. Wieso fokussiert die Kamera nicht richtig? Das macht mich ein bisschen irre. Und ja, das heißt, ich muss es bis nächste Woche Freitag irgendwie beenden und habe dann gestern Abend und heute Morgen noch so ein bisschen darin gelesen. Bin jetzt aktuell auf Seite 73. Werde mir jetzt versuchen vorzunehmen, da jeden Tag irgendwie ein paar Seiten drin zu lesen, damit ich bis Freitag fertig werde. Das Buch hat insgesamt etwas über 400 Seiten. Heißt ja, mir fehlen noch gut 300. Ich würde mal behaupten, mir fehlen noch so 350 oder so. Muss ich mal gucken, wie ich das bis Freitag schaffe. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich jetzt wirklich es bis Freitag nicht komplett zu Ende schaffe, würde ich trotzdem zu dem Treffen hingehen. Und ich bin dann in dem Fall nicht so spoilerempfindlich, beziehungsweise ich weiß dann, wenn ich da hingehe, die anderen werden über das Ende sprechen. Ich bin dann darauf vorbereitet, dann ist es für mich okay, dass ich gespoilert werde. Ich mag das halt nur nicht, wenn man mich spoilert, ohne dass ich es vorher weiß. So, wisst ihr, wie ich meine? Also wenn einfach jemand kommt und mir was erzählt, das mag ich auch nicht. Wenn ich aber mir dessen bewusst bin, fände ich es nicht so schlimm. Macht das Sinn? Also ja, genau. Auf jeden Fall, da fand ich den Einstieg bisher ganz interessant. Ich bin aber noch nicht so richtig warm geworden mit der Prota und dieser ganzen Institution, mit diesen ganzen verschiedenen Gaben. Also irgendwie dieses Grundgerüst von der Magie, von den Göttern, von der die Magie abstammt oder wie auch immer. Da blicke ich irgendwie noch nicht so durch. Ich weiß auch nicht. Da bin ich nicht richtig reingekommen bisher. Ich hoffe, das legt sich noch, beziehungsweise ich hoffe, dass es fürs Verständnis nicht so mega wichtig ist, dass ich es halt trotzdem gut lesen kann, auch wenn ich das jetzt nicht so verstanden habe. Aber ja, das sind so die 2 Hauptbücher, die ich lese. Die anderen beiden sind Icebreaker, das lese ich auf Englisch. Habe ich eben gerade pausiert dafür, aber da war ich schon relativ gut vorangekommen. Und das zweite war Written in Blood. Das ist auch richtig gut. Ich freue mich auch darauf, das weiterzulesen, wenn ich mit den Leserunden durch bin. Aber das ist eben im Moment auch pausiert. Mehr als diese 2 Bücher irgendwie nebenher zu lesen, schaffe ich auch gar nicht momentan. Also ich bin schon froh, wenn ich die irgendwie schaffe. Und ja, mehr lese ich aktuell nicht. Ich muss mal gucken, im Dezember, als wir die Leseliste für November gedreht haben, habe ich euch ja abstimmen lassen auf Instagram, was ich lesen soll. Und habe halt gesagt, die Bücher, die ich im November nicht schaffe, nehme ich definitiv mit in den Dezember.
weil ich die auch gerne lesen möchte. Genauso wie noch ein paar Bücher aus den letzten Monaten, die hier noch so rumstehen. Und das Einzige, was ich mache, ich werde meine Leseliste für Dezember halt um ein paar Weihnachtsbücher ergänzen und ansonsten die Bücher aus November lesen. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Deswegen mal gucken, was ich jetzt im November überhaupt noch schaffe. Und dann starten wir in einen hoffentlich lesereichen Dezember. Ja, das war ein kleines Leseupdate. Ich lasse die Bücher hier liegen und hoffe, dass ich nachher noch ein paar Seiten lesen kann. Ich werde jetzt aber, wie gesagt, erstmal meine Sachen für die Arbeit packen. Und mir dann noch ein bisschen wahrscheinlich Grey's Anatomy anmachen und noch ein bisschen schreiben. Und dann, ja, ist das Wochenende auch schon wieder vorbei. Und wir starten eine neue Woche. Ich denke, ich werde morgen diesen Vlog hier beenden. Dann könnten wir tatsächlich noch einen zweiten Vlog hinkriegen, bevor ich mit dem Vlogmas starte. Aber ja, es wäre ganz cool, weil dann bleibe ich jetzt so ein bisschen drin im Vloggen. Und ich bin noch am Überlegen, wann ich den ersten Vlog für den Vlogmas drehe. Ob ich einen Tag Puffer mache, also dass ich am 29. den ersten Vlog drehe für den ersten, oder ob ich einfach hardcore sage, ach nee, ich fange am 30. an für den ersten, oder ob ich mir sogar 2 Tage Puffer nehme. Ich bin dann noch so ein bisschen unentschlossen. Ich denke, ich gucke dann einfach mal die Tage davor, wie es so passt. Und ja, mal schauen. Ich bin ja ganz zuversichtlich, da ich viel zu Hause bin, viel frei habe, dass es mit dem Vlogmas dieses Jahr richtig gut klappt und ich diesen Puffer gar nicht brauche. Aber es wäre natürlich schön, also wenn ich ihn nicht brauche, wenn die Vlogs dann bis einschließlich 26. reichen. Heißt, ich müsste am 29. anfangen zu vloggen und hätte dann im Zweifelsfall aber noch einen Puffer. Dann würde es halt nicht bis zum 26. reichen. Ich muss mal schauen. Aber ja, für heute war es das. Wir sehen uns morgen. Hallo zum letzten Vlogtag. Wir haben Dienstag. Oh Gott, momentan bin ich manchmal so verpeilt. Wir haben Dienstag und ich bin gerade nach Hause gekommen. Und ihr hört es vielleicht, ich habe 2 große Pakete mitgebracht. Es ist tatsächlich schon fast 16 Uhr, glaube ich, gleich. Ich habe heute nur im Büro gearbeitet, dementsprechend habe ich später angefangen und bin jetzt auch später zu Hause. Und hatte erst gar keinen Bock, noch bei der Packstation vorbeizufahren, weil meine Packstation, wo ich immer meine Pakete hinliefern lasse, liegt direkt an einer aktuellen Verkehrsumleitung wegen einer Baustelle. Und da ist nachmittags halt so zur Feierabendzeit einfach so viel Verkehr, dass ich, da kann man halt auch einkaufen. Das ist auch ein Supermarkt. Und wenn ich da meine Pakete abhole oder was häufiger der Fall ist, wenn ich da nach der Arbeit einkaufe um diese Zeit, stehe ich teilweise ewig auf diesem Parkplatz und versuche da wieder runterzukommen, weil wenn mich da keiner mal vorlässt von denen, die da auf der Straße sind, dann kommt man da nicht raus. Und es ist halt leider so, dass viele Menschen eben nicht die Geduld haben oder Lust haben, einen vorzulassen. Und deswegen, ich stehe da teilweise echt ewig, weshalb ich da versuche, um die Zeit nicht mehr einzukaufen und halt möglichst auch nicht da an der Packstation zu halten. Aber es waren halt 3 Pakete dieser Packstation. Das eine ist ein Päckchen gewesen für den Adventskalender für Ferris. Da war tatsächlich nur ein Buch drin, heißt, die anderen kommen, glaube ich, übermorgen. Da muss ich da dann nochmal irgendwie anhalten. Vielleicht mache ich das einfach am Wochenende, weil da ist dann nicht so viel Verkehr, wenn ich da Sonntag kurz vorbeifahre. Aber das andere waren Adventskalender. Und zwar, seht ihr es? Haben wir den Adventskalender von der Bücherbüchse und von Chest of Fandoms. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz rein, ob alles drin ist und generell, wie das so verpackt ist, wie das so aussieht. Und dann lasse ich das Ganze erstmal noch in den Kartons. Bin tatsächlich noch am Überlegen, wie ich es mache. Wenn ich den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer aufstelle, werde ich diesmal nicht die Kalender und die Päckchen, so schön es auch aussieht, da drunter legen, weil mir die Kaninchen das anknabbern. Stattdessen bin ich tatsächlich im Überlegen, mir hier irgendwie eine schöne Ecke einzurichten, wo ich das dann alles aufbewahre, weil hier kann ich die Tür dann gut zumachen. Und ja, das ist so aktuell meine Überlegung. Vielleicht lasse ich es diesmal auch alles in den Kartons oder so, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das dann nochmal überlegen. Aber auf jeden Fall gucke ich jetzt erstmal rein, ob da auch alles drin ist. Und dachte, ich nehme euch dann mal kurz noch mal mit. Nebenbei wird hier mein Essen warm. Ich habe gestern Käselauchsuppe gekocht. Und schlau wie ich immer bin, habe ich genug für 2 Tage gekocht, sodass ich mir das halt nur warm machen muss. So, wollen wir mal gucken. Das ist schon so ein bisschen Vlogmas-Vorfeeling jetzt, weil wir in gewisser Weise schon mal Adventskalender auspacken, auch wenn wir halt noch nicht wirklich auspacken. Aber wir gucken schon mal, wie das alles verpackt ist. Ich finde übrigens den Karton
von der Bücherbüchse schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und bei der Bücherbüchse gab es zwei Kalender zur Auswahl. Es gab den, oh, ich muss jetzt mal gucken, wo ich das am besten aufmache. Es gab einen Kalender, nur Bücher, das wären dann, glaube ich, 4 Türchen oder so gewesen. Und es gab halt den, also für jeden Adventssonntag oder so, glaube ich. Und es gab halt den auch mit Merch. Und ich habe den großen mit Merch genommen. Das heißt, ich habe jeden Tag Türchen zum Auspacken. Ich weiß nicht, wo ich das aufmachen soll. Und bei Chest of Fandoms habe ich mich für die, also gibt es nur eine kleine Variante sozusagen mit 8 Päckchen oder so. Ich glaube irgendwie 1., 6., die Adventssonntage und die Weihnachtsfeiertage oder so hat man da ein Türchen. Also der hat keine 24. Aber ja, wenn ich irgendwann mal herausfinde, hier ist so Schlitz. Aber da kann man nichts. Wisst ihr, was ich meine? Man kann hier nichts. Das ist irgendwie ungünstig. Eigentlich müsste man den doch von hier aufmachen. Ah, hier ist so ein. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Hübschi, hübsch. Der ist selbst in den Innenklappen. Guckt euch das an. Selbst hier sehr hübsch gestaltet. Ich lieb's. Okay, wir haben ganz viel Füllmaterial. Diese Art. Und wir haben ganz viele kleine Päckchen. Okay, aber ich habe irgendwie gerade keinen Bock, dass mir dieses ganze Füllmaterial hier rumfliegt. Weil natürlich jetzt passenderweise auch mein gelber Sack voll ist. Heißt, ich kann das gerade nirgends hin tun. Also. Keine Ahnung. So sieht das erstmal aus. Ich glaube, ich werde mir dann die Tage nochmal Zeit nehmen und gucken, ob auch alles da ist. Okay, also hier gibt es noch einen QR-Code, über den man täglich halt Infos zu den Sachen abrufen kann, die halt in den Päckchen sind. Also so, wozu wahrscheinlich zu welchen Büchern sie gehören oder so, irgendwelche Hintergrundinfos, welcher Designer oder so. Und eventuell noch die ein oder andere Überraschung. Ich bin gespannt. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, weil ich, wie gesagt, gerade nicht weiß, wohin mit dem Füllmaterial. Bin auf jeden Fall jetzt schon sehr gespannt, was mich da drin alles erwartet. Und werde euch natürlich fleißig berichten, weil ich war selbst ewig am Überlegen. Weil man, also die Kalender sind ja auch echt nicht günstig. Und wenn man dann noch gar keine Erfahrungswerte irgendwie mal von jemandem hat und nie irgendwie gesehen hat, was da drin so drin sein kann, finde ich schwierig zu entscheiden, ob man das Geld wirklich ausgeben möchte. Beziehungsweise es kann halt voll die Enttäuschung sein, wenn man sich was anderes vorgestellt hat. Und deswegen dachte ich, also ich packe ja sowieso mit euch immer die Kalender aus, aber ich dachte, gerade deswegen ist das, glaube ich, immer ganz cool. Und oh, guckt euch das an. Guckt euch diese Postkarte an, die dabei lag. Süß. Ja, das ist hier Chest of Fandoms. War wesentlich einfacher zu öffnen. Hier haben wir nur so ein bisschen Pappe. Und dann sieht das Ganze so aus. Und weil das ja relativ wenige Türchen sind, ich muss gleich nochmal gucken online, wie viele es sein sollen, weil hier ist jetzt keine Karte oder so bei. Aber steht da ein Datum jeweils drauf? Doch, Datum steht drauf. Hier steht zum Beispiel 6.12. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Päckchen. Und das müsste es nämlich auch gewesen sein. Ich glaube, es waren 8. Da haben wir 3. Da haben wir irgendwas Buchiges, glaube ich. Hier haben wir so einen YouTube-Beutel. Ich glaube, das fühlt sich auch buchig an. 3 Goodies, vermute ich mal. Und das sind auch Buchtütchen, wo man nicht großartig reinspicken kann, Gott sei Dank. Ich wollte es mal kurz testen. Ja, aber auf jeden Fall steht da jeweils das Datum. Also wir haben den 10., das ist, wenn mich nicht täuscht, ein Adventssonntag. Wir haben den 3., das müsste ein Adventssonntag sein. Da sind die Bücher. Wir haben hier den 26., das scheint ein Taschenbuch zu sein. Wir haben den 24., das fühlt sich auch buchig an. Wir haben den 17.12., das fühlt sich auch buchig an. Also auf den Feiertagen und den verbleibenden Adventssonntagen kommt das hin. Es sind auf jeden Fall einige Bücher und, wenn mich nicht täuscht, 3 Goodies. Ja, okay, damit haben wir das erstmal geklärt. Die Karte packe ich da auch wieder rein und zur Sicherheit
weil ich neugierige Haustiere habe, packen wir das Filmmaterial auch wieder rein, bevor wir das Ganze wieder ein bisschen verschließen. Und ja, wie gesagt, ein Buch ist dann noch für Ferris angekommen. Die anderen kommen Donnerstag. Und dann kann es hier fleißig losgehen. Ich werde dann im Laufe der nächsten Woche Ferris seinen Adventskalender fertigstellen. Und wenn alles gut läuft, noch ein Wichtelpaket für eine Freundin. Und werde eventuell für jemand anderen auch noch einen Adventskalender basteln nächste Woche. Ich werde morgen in die Stadt gehen und fleißig shoppen. Zum einen brauche ich noch ein Wichtelgeschenk für die Weihnachtsfeier von der Arbeit, die ist Donnerstag. Und dann werde ich halt gucken, dass ich viel Kleinkram für Adventskalender geshoppt kriege. Ich muss mir nachher nochmal eine Liste machen. Für Ferris habe ich schon zwei Dinge sind hier und zwei habe ich noch bestellt, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich brauche noch 8 Dinge für Ferris, also unabhängig von den Büchern. Für das eine Paket, was ich verschicken will, habe ich schon eine Sache immerhin. Und ja, also ich muss mir echt eine Liste machen, was ich morgen kaufe. Ich werde mal gucken, ob ich morgen vielleicht vlogge und euch so ein bisschen mitnehme. Wobei das ein bisschen schwierig halt einfach ist, weil es eben sein kann, dass die Personen, wie zum Beispiel Ferris, für die ich die Sachen kaufe, die Videos sehen. Ja, aber vielleicht kann ich euch trotzdem irgendwie mitnehmen. Ich muss mal schauen, ich weiß es noch nicht. Und ja, ansonsten passiert dort nicht mehr viel. Ich werde jetzt essen und dann schreiben. Und von daher war es das für diesen Vlog. Ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht sogar für morgen noch geschnitten kriege, gleich beim Essen nebenbei so. Oder nach dem Essen, da habe ich meistens eh erstmal einen Hänger. Wenn ich nach der Arbeit dann gegessen habe, kann ich echt einschlafen, was mir auch öfter passiert. Vielleicht nutze ich die Energiepause dann einfach erstmal, um diesen Vlog zu schneiden. Und schreibe dann im Anschluss. Ich muss mal gucken. Aber ja, für euch war es das so oder so erstmal an dieser Stelle. Ich werde euch alles, was ich kann, was ich so erwähnt hatte, an Büchern und so unten in der Infobox verlinken. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das waren die Handwerker. Bis dann. Tschüss.